Mir wurde halt oft von den Ärzten immer so vorgeworfen, dass er halt heimlich isst. Fußball war dann halt im Gegensatz zu der Schulzeit halt wirklich sehr hart. Warum bist du hier und nicht bei McDonald's? Was gibt's jetzt in der Halbzeit einen Döner? Wo sind deine Cheeseburger? Was habe ich jetzt verbrochen? Was ist der Grund, warum mich das trifft? Wenn ich jetzt überlege, wie anders halt mein Leben eigentlich hätte ablaufen können. Mein ganzes Leben lang geht es um nichts anderes als Ernährung, als um Blicke. Rückblickend war es die beste Entscheidung meines Lebens. Mein Bester. Na, mein Lieber. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles bestens. Bei dir? Gesund. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, schön, dass es klappt nach so langer Zeit, ne? Oh, ich bin auch sehr froh, ja. Schöne Sache. Perfektes Wetter. Ich freue mich auch, meine Geschichte so ein bisschen erzählen können. Auch großen Dank an die Deutsche Vermögensberatung, dass sie das möglich machen, ja, dass wir uns hier treffen. Armin, wie erinnerst du dich an deine Kindheit? Ich hatte erst eine sehr so fröhliche Kindheit. Ich war sehr viel in Algerien, viel auf Fußballplätzen unterwegs. Da hat sich halt so ein bisschen auch die Passion für Fußball so ein bisschen entwickelt. Ja, ich war trotzdem immer glücklich, immer zufrieden. Ich danke auch an meine Eltern. Ich hatte alles, was man sich wünschen konnte. Und kann ich eigentlich wirklich nichts drüber sagen. Eltern, Stichwort Familie. Ja. Was hatte Fußball für eine Bedeutung in deiner Familie, angesichts dessen auch gerade, dass dein Vater algerischer Nationalspieler sogar war? Ja, also schon eine sehr große. Mein Vater hat halt zu der Zeit, in der ich dann geboren worden bin, so dritte Liga noch gespielt. Das bedeutet, man war halt quasi auf Fußballplätzen groß geworden, immer am Wochenende unterwegs gewesen, immer zu den Spielen mit gewesen, mit meiner Mutter schon im Kinderwagen. Ja, durch ihn sehr früh an Fußball herangetreten und ist halt auch sehr früh wie so eine Sucht geworden für mich, Fußball. War es dann ein Ziel, Fußballprofi zu werden, schon als du klein warst, ja, wie dein Vater? Auf jeden Fall. Ich wollte unbedingt in die Fußstapfen treten, ich wollte unbedingt mehr erreichen, höher spielen als er. Aber im Laufe der Zeit, dann relativ früh, dann schon so mit 9, 10, 11 Jahren, als es dann mit meiner Krankheit und mit meinem Gewicht immer extremer wurde, hat man dann halt schon relativ früh gemerkt, dass da halt der Zug wahrscheinlich abgefahren ist. Du hast gerade gesagt, mit 9, 10 ungefähr, so alt warst du da? Ja. War so der Zeitpunkt, wo du dann realisiert hast, wird vielleicht schwierig? Ja. Wie waren die Reaktionen? Wie ging es dir selber? Wie bist du damit umgegangen? Wie waren vielleicht auch die Gespräche mit deinem Dad zu der Zeit? Das war halt so die Zeit, wo ich dann halt wirklich schon deutlicheres Übergewicht hatte, auch gegenüber den Leuten in meinem Alter deutliches Übergewicht hatte. Und ja, das war aber halt auch trotzdem so langsam die Zeit, wo dann auch meine Eltern trotzdem so ein bisschen begriffen haben, dass das nicht sein kann. Ich meine, 10, man ist ja wirklich noch trotzdem noch ein Kind. Man lebt halt trotzdem so ein bisschen rein. Muss ich jetzt natürlich nicht von Fastfood ernähren, aber mal so ein Mix, da mal eine Pommes irgendwo im Freibad oder sowas, weißt du, so das Klassische. Klar, und das habe ich halt alles wirklich schon weggelassen. Und dann kam so, der Knackpunkt war tatsächlich so mit 12. Da habe ich halt schon 85, 90 Kilo gewogen mit 12. Ist halt echt schon ein Brett. Und da war ich tatsächlich zur Kur und es war halt so, dass ich wirklich auch alle in meiner Gewichtsklasse, in meiner Altersklasse, alle Rekorde binnen in einer Woche gebrochen habe. Ich habe teilweise das Doppelte an Sporteinheiten gemacht, wie die anderen halt, die dann halt dort auch da waren. Mhm. Und dann hat halt die Fachärztin meine Eltern halt zu einem Gespräch gerufen. Also die mussten auch extra dorthin kommen. Die hat denen auch nicht vorher gesagt, was ist. Und dann hat die sich halt mit meinen Eltern reingesetzt und hat gesagt, hey, Familie Belhatsch, ich sage Ihnen jetzt ganz ehrlich was, das hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Weil dort wurde es ja kontrolliert. Das heißt, mir wurde halt oft von den Ärzten immer so vorgeworfen, dass er halt heimlich isst. Dass ich in der Schule heimlich esse oder sowas. Weil das muss auch sich hart, das, hart gewesen ja, sein. Ja, war für die Psyche hart. Weil die konnten sich das, es ergibt halt keinen Sinn. Die Eltern sagen dir, er macht 6 Tage die Woche Sport und achtet auf seine Diät. Nimmt immer mehr zu. Das ergibt dir einfach keinen Sinn. Biologisch ergibt das keinen Sinn. Also mir wurde endlich gesagt, Armin, irgendwas stimmt mit dir nicht. Und das war halt für mich auch ganz gut, weil es halt vorher wirklich, wirklich sehr hart war. Und dann muss ich halt leider auch ganz offen und ehrlich dazu sagen, es war auch eine harte Zeit, weil wir bei ganz vielen Ärzten waren, wo wir teilweise tagelange Untersuchungen hatten. Und die haben halt einfach nichts feststellen können im Blut oder irgendwas, Zuckerwerte. Ja, Thema Mobbing. Wir hatten das ja gerade schon kurz angerissen, oder du hattest es kurz angerissen. Ja. Wie war das für dich damals? Gerade auch in der Schulzeit stelle ich mir das sehr schwer vor. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du es empfunden? Ja, es war schon hart. Also man muss jetzt so sagen, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dann wirklich Schule und Fußball. Fußball war dann halt im Gegensatz zu der Schulzeit halt wirklich sehr hart, weil du halt da ja einfach dir so viel anhören musstest. Warum bist du hier und nicht bei McDonald's? Gibt's jetzt in der Halbzeit einen Döner? Wo sind deine Cheeseburger? Keine Ahnung, du hast ein Zelt an und kein Trikot. Nur solche Themen. Also es war schon sehr, sehr hart, weil du kamst halt an, die haben halt alle total dumm geguckt, du wurdest eingewechselt, die haben dumm geguckt. Hallenturniere waren immer am allerschlimmsten. Halt 300, 400, 500 Leute, Hallenmeisterschaften, teilweise 1000 Leute in einer Halle versammelt. Kommst rein, es ist Ruhe, die lachen, wenn du am Ball bist und sowas.
das war halt immer schon sehr hart. Du kamst halt, du hast die Blicke gesehen und du hast dich halt einfach überall prinzipiell so, so, so krass unwohl gefühlt. Es war schon wirklich mental für die Psyche sehr, 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 sehr hart. Und ich bin da halt auch so froh, dass ich diesen Fußball hatte, bei dem ich mich halt einfach immer irgendwo hin zurückkämpfen konnte. Weil ohne den hast du ja wirklich einfach nur diesen Dauerdruck und diese Dauerbeleidigung, Dauermentale, diese Sprüche, die sich da in deinem Kopf so ein bisschen verankern. Und ich konnte aber durch den Fußball so ein bisschen... Kopf auch ausschalten. Ja, natürlich. Ausschalten und halt auch einfach zurückzeigen. So, die haben mich ausgelacht, dann haben mich die halt auseinandergenommen. So, und dann haben wir halt gegen die gewonnen und dann habe ich die halt am Ende dann ausgelacht, sozusagen. Ja, du hattest mir schon erzählt, dass es damals dann auch ein bisschen gedauert hat, bis die Stoffwechselerkrankung bei dir festgestellt wurde, bis die Diagnose dann kam. Wann genau war der Zeitpunkt, wann die Diagnose kam bei dir? Also so wirklich, wirklich so diagnosefest, so 100%, dass ich es dann wusste, da war ich tatsächlich schon so 17 oder so. Da war es dann so offiziell... 17 erst? Ja, bei einer Chirurgin, wo sie dann das wirklich mir so zu 100%, davor war es immer so ein bisschen Gerücht. Man muss noch Tests machen, da und da, probier vielleicht mal die Diät, mach vielleicht mal das. Du hast halt ohne Ende Diäten gemacht, du hast halt ohne Ende irgendwelche Medikamente genommen, du warst auf Kuren und so. Und es hat halt alles nichts gebracht. Also es gab dann teilweise schon so den Punkt mit 15, 16, wo dann auch wirklich meine Eltern und ich einfach gesagt haben, wo ich dann gesagt habe, ey, wisst ihr was, so ist halt jetzt over für mich, reicht so. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, das nervt mich einfach nur noch. Mein ganzes Leben dreht sich nur um irgendwelche Diäten, mein ganzes Leben dreht sich nur um irgendwelche, was muss ich jetzt essen, was muss ich jetzt machen, welche Medikamente muss ich nehmen und das alles für nichts. Ich habe gesagt, ich habe da jetzt keine Lust mehr, ich spiele jetzt meinen Fußball weiter, ich mache jetzt mein Ding weiter. Aber vor allem auch die Gewissheit, ne? Ich meine, wir haben darüber geredet, du hast dann schon mit 10, 11 gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ja. Und dann über diese ganzen Jahre, das ist ein ewig langer Weg, bis 17, dann, bis dann die endgültige Diagnose dann kam auch. Wie war dann die Diagnose für dich? Was wurde gesagt? Vielleicht auch wie wurde es rübergebracht? Ja. Und was wurde gesagt? Was ist jetzt als nächstes? Also ich hatte so längere Zeit Tabletten genommen gehabt. Ich hatte so dann auch viele Bluttests und sowas und musste halt so richtig nach auch einem Diagramm essen. Das musste ich auch einschicken. Also das war wirklich sehr, sehr ernst. Und daraufhin, das ging so ein halbes Jahr circa, kam dann halt offiziell, dass halt einfach mein Stoffwechsel, also dass er halt komplett kaum funktioniert. Wenn man dann halt ein bisschen so entgegengerechnet hat, was machst du an Sport? Ich hatte dann auch einen Tracker, ich hatte auch ein Schlafmesser und sowas. Wurde getrackt, was wird wirklich an Kalorien auch verbrannt? Was wird halt auch wirklich eingenommen? Wie ist so ein bisschen das Sportlevel? Plus diese Medikamente, diese Tabletten, die ich genommen habe, die halt wirklich dafür da waren, den Stoffwechsel anzutreiben. Das waren so richtig, mir ging es da auch sehr, sehr schlecht. Das waren so richtig harte 1000 Milligramm Tabletten und sowas, so richtig ordentlich. Und da war es dann halt so, wurde es halt so offiziell gemacht, dass es halt quasi ja Stoffwechselstörung ist, die halt auch bei wenigen Prozenten liegt, dass eigentlich egal, was ich esse, mein Körper nicht mal zu 10% in der Lage ist, das auch so zu verbrennen. War halt für mich dann direkt so ein Kriterium zu sagen, dass ich es erstmal nicht mache. Du hörst halt nicht so coole Dinge. Du hast halt dein Leben lang Vitaminmangel, du bist erstmal 2 Monate raus, 2 Monate nur flüssig sich ernähren, Narben etc. Und ich war halt trotzdem noch sehr jung und war halt trotzdem irgendwie der Meinung, dass ich es vielleicht doch irgendwie noch irgendwie schaffe, dass es noch irgendeinen Twist gibt, dass noch irgendwas gefunden wird. Ja, und habe das dann aber auch ehrlicherweise dann erstmal beiseite geschoben, erstmal gar nichts weiter gemacht. Und dann halt irgendwann hatte ich nochmal ein sehr, sehr gutes Gespräch, weil ich jemanden getroffen hatte, der mir das halt sehr ans Herz gelegt hat. Und da habe ich dann zu meinen Eltern gesagt, wisst ihr was, das ist jetzt wirklich, weil ich habe wirklich alles durch. Ich habe alles durch, was man machen konnte. Ich war bei jedem Chirurgen, ich war beim Endokrinologen, ich war überall. Ich war bei Ärzten, die wussten nicht mal, dass die existiert, dass da Ränge für gibt. Und habe ich dann zu meinen Eltern gesagt, wisst ihr was, ich mache das jetzt. Das ist jetzt für mich so mein allerletzter Weg. Das ist jetzt für mich so das allerletzte Ding, was ich mache. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist das so. Und dann muss ich mich wirklich mit dem Schicksal zufrieden geben. Weil ich habe gesagt, ich kann auch einfach nicht mehr. Es macht mich mental einfach nur fertig. Mein ganzes Leben lang geht es um nichts anderes als Ernährung, als um Blicke, als um warum machst du das, warum bist du das, warum machst du das und dort und dies, dass ich einfach nicht mehr konnte. Und dann jetzt rückblickend war es die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, Stichwort beste Entscheidung deines Lebens. Ja. Wie hat sich dein Leben nach der OP verändert? Um 100%. Ich bin jetzt bei 90 Kilo Gewichtsabnahme. Ich kann normal in Läden einkaufen gehen. Ich kann normal fliegen. Ich kann mehr oder weniger wieder normal ins Schwimmbad gehen. Leute gucken mich gar nicht mehr an auf der Straße bezüglich meines Gewichts, sondern wirklich normalerweise mich dann eventuell erkennen. Also es gibt keinen Punkt, an dem sich nicht irgendwas verändert hat. Mir geht es mental besser. Ich gucke mich wieder gerne an. Ich mache gerne Fotos. Ich stehe lieber vor der Kamera. Fußball spiele ich besser. Ich kann normal bei meiner Mannschaft fest mittrainieren als fester Bestandteil und mache keinen Unterschied mehr. Läuferisch, gehe joggen, habe mittlerweile einen Personal Trainer. Also es gibt keinen Punkt in meinem Leben, der sich nicht geändert hat durch diese OP. Sehr stark.
Was hattest du bei der OP damals gewogen? Bei der OP hatte ich 230 Kilo. 225, 230 Kilo war mein Höchststand. Das war kurz die Zeit vor der OP. Wie ist dein Gewicht jetzt? Mein Gewicht jetzt ist bei 140 Kilogramm. Wow. Beeindruckend. Ist unglaublich. Beeindruckend. Unbeschreiblich, ja. Unbeschreiblich. Jetzt haben wir viel über Fußball geredet. Ja. Ich würde sagen, jetzt wird es Zeit fürs Eingemachte. Oh, ich habe auch Lust. Ich hier schon Beine am Zittern, die Location, das Wetter. Ich habe einfach Bock. Sehr geil. Wir haben sogar einen Überraschungsgast. Oh, okay. Ich glaube, du freust dich auch. Bin ich mal gespannt. Du kennst die Jungs auch? Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr und ich bin bereit, jetzt ein bisschen zu zaubern. Du auch? Ich bin gespannt, was du gleich sehen von dir. Let's go. Let's go, oder? Ich weiß noch vor einem Jahr, als wir uns kennengelernt haben. Battle of the Socials Zeit war das, dieses Training in Baden-Baden. Genau. Ja. Da habe ich noch was von. Echt? Was denn? Alter, mein Trikot. Wie geisteskrank ist denn das? Krass, ne? Wie riesig das ist. Ein Jahr, fast 80 Kilo Unterschied. Wow. Soll ich mal drüber ziehen? Ja, zieh mal an. Das wird ein Kleid sein. Krass, krass. Hier geht sogar über die Hose. Guck dir das an. Ist das Wahnsinn. Wow. Einfach ein Kleid geworden. Wow, 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 wow. Unfassbar. Bro, ehrlich, ehrlich stark. Unfassbar, wow. Es gibt richtig Flashbacks. So, dann auf dem Platz sind wir. Ich habe jetzt wirklich richtig Bock. Würde ich sagen, leg mal los. Aber lass mich noch was in meiner zumindest aktuellen Größe anziehen. Da fühle ich mich, glaube ich, ein bisschen wohler. Yes. Und dann legen wir los. Zieh ich um, let's go. Let's go. Mein Jutzer. Start mal, ha? Was machen wir? Ich würde sagen, Free-Kick-Challenge mit mir sowieso immer. Yes. Wir bauen noch mein Trikot ein. Wir hängen das in einen Arminio-Winkel oben rechts. Mhm. Wenn wir den treffen, geil. Drei Punkte. Treffen wir das Tor normal, ein Punkt, würde ich sagen. Okay. Bisschen erhöht. Ich würde sagen, wir hängen es hier oben rein. Hast du die ein bisschen aufgewärmt, oder? Brauche ich nicht. Also oben rechts drei Punkte, normal ein Punkt, Torwart haben wir. Und aber wir zwei, es fehlt da noch einer, oder? Ich glaube, es fehlt noch einer, ne? Servus, Jungs. Was geht? Servus. Alles klar. Hi. Hey. Freut mich, dass du da bist. Grüß dich. Hey. Freut mich. Free Kickers auch dabei. Ja. Free Kickers versus Arminio versus Max. Free Kick Challenge, bist du bereit? Auf jeden Fall. Du auch? Let's go. Let's fett. Also Reihenfolge, wir machen Schere, Stein, Papier. Gewinner macht als letztes, kann nachziehen, Verlierer müssen starten. Xing, Shang, Shang. Okay. Eins, zwei, drei. Für dich ins andere? Ist doch auch cool. Ja, mach gern. Hey! Guckt euch die Flugkurve an. Wow, Alter! Viel zu Kiefer! Vielen Dank. Glückwunsch. Vielen Dank euch. Wunsch. Hat Spaß gemacht. Trikot habe ich getroffen, freut mich sehr für die Nostalgie, ja. Mein eigenes Trikot. Nein, waren geile Schüsse dabei, würde ich sagen. Also Qualität war da. Ultra Spaß gemacht, auch hier bei über 30 Grad. Und ja, danke euch vielmals. Danke auch fürs Zuhören. Revanche kommt, ne? Revanche kommt, auf jeden Fall. Alright, mein Lieber. Wenn du schon mal auf Frankfurt bist, dann zeige ich dir mal ein geiles Viertel hier. Kennst du den Hafenpark hier? Konsti. Konsti, den Hauptbahnhof kennst du, ne? Ja, klar. Nein, kenne ich tatsächlich, ja. Also noch nicht ausgiebig, ich war schon mal dort. Frankfurt mag ich sehr, bin oft hier, aber ja, wir waren genug auf dem Fußballplatz. Ich bin sehr gespannt. Sehr schick da, hast du auch Fußballplätze da, hast alles da, schöne Wiese. Fußballplätze immer gut. Zeig ich dir. Fußballplätze immer gut. Gehen wir hin, let's go. Da sind wir hier. Ja. An einem meiner Lieblingsorte in Frankfurt. Sehr schön hier tatsächlich. Hinter dir. Wunderschön, oder? Wow. Was sagst du? Manhattan. Wirklich schön. Ja. Ein großer Frankfurt-Fan, wirklich. Ja, wenn ich einfach Kopf frei kriegen will, dann gehe ich hier ab und zu mal lang. Ist wirklich schön, Ambiente und so. Ja. Thema Social Media. Ja. Wann und warum hast du damals
angefangen? Ja, also angefangen, ich sag dann immer so, das erste Video, was ich hochgeladen habe, war am 14. Juni 2022, circa 2 Jahre her. Okay. Warum? Wir hatten ja drüber gesprochen, viel über Mobbing. Ja. Eigentlich eher so, um so Leuten Mut zu machen. Eigentlich so Leuten zu zeigen, dass du halt kicken kannst. Ja, und das eigentlich so ein bisschen als Anlass genommen, aber halt wirklich nicht Influencer zu werden oder so. Weil ich mir dachte, du hast vielleicht, findest ein paar Leute, die das halt feiern, die durch dich vielleicht Motivation finden. Mhm. Und dann halt gemacht. So. Mega. Ja, und wie war das damals für dich, als du dann gemerkt hast, boah, den Leuten gefällt, was ich poste, so langsam kommen die Follower. Wie war das Gefühl damals? Also das Gefühl war wirklich mega geil. Das soll jetzt nicht blöd klingen oder sonst irgendwas. Aber ich war mir irgendwie sicher, dass es schon was ist, was die Leute anzieht. Weil man muss auch einfach klipp und klar dazu sagen, und das ist ja bis heute so, es gibt niemanden, der die Art von Content macht, die ich mache. Ja. Es gibt keinen übergewichtigen Fußball. Also gibt's, aber gibt halt keinen, der das auf die Art und Weise macht, mit der Passion, die Leute anspricht. Jetzt natürlich noch mit der Abnahme, das war aber damals nicht so. Und deswegen dachte ich mir schon, dass die Leute das schon annehmen und dass die Leute das schon feiern könnten. Aber dass das halt solche Ausmaße nimmt, davon habe ich halt nicht mal geträumt. So, und dann hatte ich halt, glaube ich, nach 3 oder 4 Monaten ein Video, was halt über 100 Millionen Aufrufe gemacht hat. Und da hatte ich halt nur 100 Millionen stehen. Wow. Hatte nach, keine Ahnung. Ist das meistgesehene Video auch? Oder? Das ist jetzt tatsächlich vor kurzem von YouTube getoppt worden. Da habe ich jetzt gerade eins mit fast 140 Millionen Aufrufen. Krass. Also 2 Stück habe ich. Ja, da kann man überhaupt nicht wirklich beschreiben. Gleichzeitig mit dem Boom, sag ich mal, bei dir auf Social Media, ja, kam ja dann auch einher das Thema Mobbing, was wir schon angerissen hatten. Ja. Da kamen zig Kommentare bei TikTok wahrscheinlich, bei Instagram, YouTube, wo auch immer. Wie bist du damit umgegangen? Ja, es war anfangs sehr, sehr schwer, weil ich kannte es halt sowieso schon so ein bisschen, dass halt Leute sich halt über mich lustig gemacht haben auf dem Fußballplatz oder so. Mhm. Aber dass du auf einmal ein Video aufmachst und du scrollst und Tausende, dieses Video mit den 100 Millionen Aufrufen, das hat auf TikTok, glaube ich, 65.000 Kommentare. Und wenn dann auf einmal Tausende von Menschen sich über dich lustig machen, so Hate-Kommentare schreiben und so, das ist schon sehr hart. Ich habe vor allen Dingen am Anfang mir die auch sehr zu Herzen genommen, habe viel gescrollt, habe auch viele geantwortet. Und irgendwann hat dann aber so meine Familie, meine Freunde mich dann viel von weggezogen. Und es war dann halt eher auch ziemlich schnell so, weil dann auf einmal halt Leute wie Stars, wie große Marken, wie Fußballprofis, wie Fußballvereine geschrieben haben, wie inspirierend das ist, was ich mache und wie cool die das finden. Ja. Und dann hast du so ein bisschen diesen Plot zwischen diesem Hate und zwischen, dass eigentlich Leute das halt krass anerkennen, was du gerade machst. Ja, und ich wollte gerade sagen, das hat sich immer mehr dann auch gewandelt, ne? Ja, glaub, ja, ja. Das jetzt gerade, wie sieht es jetzt aus? Also jetzt gerade ist richtig, richtig krass, wenn man sich jetzt so meine Kommentar-Section anguckt. Von jetzt gerade ist halt schon, hat sich ultra gewandelt. Also ist eine ganz andere. Ich habe ja jetzt auch krass abgenommen. Das heißt, die Leute gehen nicht mehr auf Gewicht, sondern eigentlich nur noch Transformation. Das ist doch der Typ von damals. Der hat abgenommen, der ist ein Vorbild. Wegen dir mache ich Sport, wegen dir habe ich jetzt angefangen mit Sport, wegen dir gehe ich meiner Passion nach. Es gibt immer noch viel Quatsch, aber ein Großteil der Kommentare sind schon wirklich sehr, sehr, sehr gut geworden. Und die erkennt man eigentlich gar nicht wieder mittlerweile. Was würdest du sagen, was ist so die Main Message, die du versuchst mit deiner Art von Content an die Welt heraus zu senden? Also Main Message ist eigentlich prinzipiell immer noch Football is for everyone. Ja. Damit habe ich halt auch gestartet. Ich habe eigentlich, kann man wirklich so sagen, ich bin wirklich jemand, der jetzt da nicht gerne ultra irgendwie lobend oder sich über sich spricht, aber ich glaube, ich habe schon eine Art einfach auch Weg geebnet. Ich bin eine Art Weg gegangen für Leute, um denen halt einfach zu zeigen, dass du es wirklich, dass ein 230 Kilogramm Mensch, der eigentlich 0,0 mit Fußball zu tun haben sollte, allein schon von der Theorie, es bis dahin geschafft hat, dass er halt vom Fußball leben kann und so einen Schritt machen kann, so eine Transformation, diese Menschen treffen und einfach das aufgebaut hat, was er jetzt hat, einfach um den Menschen zu zeigen, dass du es eigentlich wirklich gefühlt aus jeder Lebenssituation, in der du gerade bist und so blöd und so weiß ich nicht, so schlecht sie vielleicht auch gerade ist, du es irgendwie immer wieder schaffen kannst, was Positives draus zu schließen und aus jedem Schicksal, was einem auch irgendwie widerfährt, kann man irgendwo auch was Positives einfach ziehen. Ja. Und deswegen, Fußball wird mein Fokus bleiben. Ja. Mach halt das, was mir Spaß macht. Ich bleibe mir dabei unbedingt treu. Wichtige Entscheidungen in deinem Leben. Ja. Ich denke jetzt da an die Operation, auch an die Entscheidung, dann mit Social Media anzufangen. Ja. Wie hast du diese Entscheidung getroffen? Weil ich weiß, bei mir damals, vor 2 Jahren, habe ich noch mein Geld mit Fußball verdient. Mhm. Und dann habe ich vom einen auf den anderen Moment aufgehört und gesagt, das ist nicht das, was mich mehr erfüllt. Ich will was Neues starten. Ja.
Ich weiß, wie schwierig das ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie war es bei dir? Wer hat dir da geholfen auch vielleicht? Boah, also auf jeden Fall ganz viel, quasi mein Team im Rücken, meine Familie, meine Freunde, mein Vater ganz sehr. Ich hatte ja erzählt, wie das so ein Struggle war mit dem Abnehmen und es ist ja wirklich, wirklich krass theoretisch, wenn ich jetzt überlege, wie anders halt mein Leben eigentlich hätte ablaufen können. Auch, dass ich halt gar nicht, also wenn ich vor 10 Jahren meinem Ich gesagt hätte, was ich halt jetzt gerade mache und was ich jetzt gerade, wo ich jetzt gerade bin, hätte ich halt niemals so geglaubt. Hättest du lachen müssen, ne? Hätte ich halt nicht gedacht, dass ich halt den Weg gehe mit Social Media. Ja. Ich hätte auch niemals gedacht, bin ich ganz ehrlich in meinem Leben, dass ich noch mal diese Figur habe. Deswegen sage ich, ist diese OP halt einfach so die kränkste, beste Entscheidung in meinem Leben gewesen. Für Gesundheit, für die Zukunft, trotzdem aber jetzt auch für Social Media, für den Prozess, für allem drum und dran. Und deswegen finde ich das einfach immer so spannend, dass das halt im Leben wirklich nie so kommt, wie du dir das eigentlich vorstellst. So, jetzt sehe ich hier einen Fußballplatz. Ja. Sieht eigentlich ganz nett aus hier. Sieht wirklich schön aus, ja. Und da ist dann auch was offen, ne? Fußballplätze immer lieber. Also ich kann so kaputt und so krank sein, wie ich möchte. Sehe ich einen Fußballplatz und einen Ball, dann hält mich wirklich nichts mehr auf. Bei dir auch ein bisschen? 1:1. 1:1. Unglaublich. So damals das Feeling, Bolzplatz, Eistee. Beste. Nach der Schule, den ganzen Tag geblieben, nichts anderes gemacht, abends verschwitzt rein. Genau das Gleiche. Eltern geschimpft, warum man so lange weg war, Hausaufgaben nicht gemacht. So, mein Lieber, jetzt bekomme ich doch noch meine Revanche hier, ne? Ich habe mir folgende Challenge überlegt. Ja. Wir machen das so, wir haben verschiedene Abstände zum Tor. Der eine lupft den Ball über den anderen hinüber. Okay, verstehe. Das ist die Challenge. Schon mal gesehen. Der andere darf sich aber nicht bewegen. Sondern halt auch ein bisschen weiter raus. Ja, genau, okay, der andere darf nicht vor, zurück, sondern muss praktisch aus dem Platz bleiben, ne? Darf springen aber, springen ist erlaubt, aber nicht bewegen. Das ist eine Challenge. Und dann verschiedene Abstände. Und dann schauen wir mal, wer das Feingefühl im Fußball hat. Ne? Das ist jetzt die Frage. Ein Essen? Ich würde sagen, ne? Ich kenne Big Spots. Ja, sag mein. La Baguette. La Baguette. La Baguette. Machen wir. Endlevel. Gut. Haben wir die? Dann. GG's. Verlierer fängt an. Okay, let's go. Nein! Zack. Bist du LeBron werden hier? Ja, ich merke schon. Ja! Holt heraus. Come on! Sprungkraft 99. Wahnsinn. Okay, ready? Yes! Erster. Yes! No! Ah! Ja! Nein! Aber ist gar nicht so einfach, ne? Nee. Okay, Nummer 2. Nein! So, gehen wir noch mal einen nach hinten? Ja. Wow! Oh. Ja! Was war denn das? Ey, ich hab den schon gehabt, aber ich dachte, ich kann mich da nicht bewegen. Oh, das tut weh, das tut weh, ey. Dann ist Stechen jetzt. Wir machen Stechen 1, 2, 3. Ja. Okay. Jetzt wäre so dick zu halten. Ja! Oh! Nein! War das hin? Gibst du mir einen Schuss? Von da ganz hinten. Wenn ich den mache? Wie ein Schuss? Von da ganz hinten. Ich stelle mich da ganz hinten hin. Dann gehst du hin. Wenn ich den reinmache, habe ich noch eine Chance, okay? Dann null halt. Ja. Aber halt von hier. Let's go. Ja, das war aber auch ein Scheißwurf, ne? Dann kriegst du 10 noch von mir aus. Okay, okay. Ja, so ist doch gut. Ah, schade. Hast du das Baguette verdient? 2 von 2 ist schon hart. Ja, ist schon stark. Ein Spaß. Okay. Ja, Freunde, ist das Daily Business, ne? Das gehört halt dazu. Macht er jeden Tag, ne? Macht er jeden Tag. Nein, muss auch mal sein. Hier. Umfrage, genau macht deswegen, genau deswegen freut mich immer dieses Macht er jeden Tag. Aber ich freue mich, wie glücklich er ist. Ich meine, das ist auch schön zu sehen, ne? Muss er können, dass die Fußballer auch glücklich sind, wenn die gewinnen. Immer die Sprüche danach. Scheiße, so zweimal. Musste nicht sein. So vor allem gut. Der eine war doch so unnötig. Also, den hast du mir geschenkt, natürlich. Du warst eigentlich durch. Ja. Mein Lieber, auch wenn es gerade nicht so lief, wie ich mir das gewünscht hätte,
So ist das manchmal, tut mir leid. Das war ein richtig geiler Tag. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Super viel Spaß gemacht. Nochmal ein dickes Danke an die Deutsche Vermögensberatung fürs möglich machen. War super cool, die Challenge vorhin, dann auch jetzt. Das ist einfach geil. Schönes Wetter auch gewesen, super Team. Einfach geil. Mega. Für mich auch super spannend, deine Geschichte live mal zu hören von dir selber. Freut mich sehr. War auch sehr angenehm. Mega angenehmes inspirierend. Gespräch. Super. Vielen Dank. Ja. Vielen lieben Dank. Sehr cool. Dann, wir sehen uns auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns. Nicht nochmal auf dem Fußballplatz, wird nicht so gut für dich. Ich übe schon mal ein bisschen, ne? Ja, bis dahin vielleicht. Wäre ganz gut. Also, bis dann mal lieber.